Chloe the Keymaster. You know it. Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Ja, willkommen zurück. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu laut gestellt gehabt, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Meine Stimme klingt irgendwie komisch, oder? Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, krank. Shoot somebody on Monday and party on Friday. Prescott Power. Okay, gehen wir wirklich erstmal ins Büro. Kriegst du es hin, Chloe? Oh. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Hä? Hä? Und doch eben hier Kiste. Da. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Wie man sein inneres Krafttier füttert. Von Dr. B. Bracamonte. Ah. Ja, dieser Part heute wird geprägt sein von Husten. Ich habe immer Angst, dass ich die Parts zu spät bringe, weil ich halt immer bis zum nächsten Tag warte, um aufzunehmen. Vielleicht werde ich dann ja etwas gesünder. Ja, aber bisher ist es leider noch nicht so der Fall gewesen. Chloe. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Okay. Nothing here. Als ob der seinen Schlüssel für das Büro hier drin haben wird. Dead end. Glaube ich ja eher nicht. Boring. Aber okay. Crap. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Alles klar.
Okay, Moment. Du musst folgende vier Objekte finden. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natriumchlorat. So machst du es. Die vier Sachen. Na, na. Bumm. Okay. So, Natriumchlor, was? Ein Puder zur Herstellung von Chlordioxid? Das weiß doch jeder. Mensch. Probierst du das tatsächlich aus? Probieren ist das richtige Wort. Ich verneige mich vor deinem Wissen. Alles klar. Haben wir schon wieder? Als ich mich durch die Flure schlich, kam ich an Kates Tür vorbei. Ach nee, das hatten wir schon, genau. Das war zu knapp. Ich hätte mich so gut gehalten, bis ausgerechnet der Direktor Wells draußen den Weg blockierte. Die letzte Person, die ich sehen wollte. Ich war kein guter Ninja und er erwischte mich. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Gerüchte stimmen. Direktor Wells war sturzbetrunken. Er versuchte nicht mal, es zu verstecken. Eigentlich war er besoffen viel cooler als nüchtern. Ich verstehe, warum er so verwirrt ist. Er muss sich mit Kates Familie, den Prescotts und David Madsen rumschlagen. Er behandelt mich immer noch wie eine Verdächtige. Aber ich sehe, dass er unter einer Menge Druck steht. So sehr, dass er zu viel trinkt, um nachts seine Schlüssel benutzen zu können. Klar war er im Weg, aber er konnte es nicht mit meiner Kraft zum Zurückspulen aufnehmen. Immerhin musste ich Chloe treffen. Böse Max. Obwohl ich dachte, ich sei voll im Ninja-Modus, erschreckte Chloe mich gewaltig. Was mich echt nervte nach dem, was ich mitgemacht hatte. Manchmal ist sie echt unsensibel, was die Gefühle anderer angeht. Sie will all meine Aufmerksamkeit für sich und die Suche nach Rachel und Sie will all meine Aufmerksamkeit für mich und die Suche nach Rachel und spielt die beleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe jede Menge Zeit, aber ich kann nicht lange sauer auf sie sein und sie war so aufgeregt, die Schlüssel zum Hauptgebäude zu haben. Ehrlich gesagt war ich das auch. Noch mehr Aufregung. Vorm Gebäude belauschten wir Victoria, wie sie über mich lästerte. Schocker. Und versuchte, Mr. Jefferson zu erpressen, damit er ihr Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs wählt. Die spinnt komplett. Cool, wie Jefferson ihr sagte, sie solle sich verziehen, obwohl sie dafür den Rauswurf verdient hätte. Das hat Priorität, nach dem, was mit Kate geschah. Ich verstehe Victoria einfach nicht, egal wie sehr ich es versuche. Sie ist schon reich, hübsch und eine gute Fotografin. Warum so viele Leute verletzen, um etwas zu manipulieren, das eh schon zu ihren Gunsten läuft? Ich hoffe nur, dass ich nicht das Gleiche mit meiner Kraft tue. Es ist absolut umwerfend, mitten in der Nacht in deine eigene Schule einzubrechen, obwohl Chloe recht hat. Wie kann es mit Schlüssel ein Einbruch sein? Auch wenn der Schlüssel dem Sicherheitschef der Schule geklaut wurde. Egal, die Blackwing Ninjas schlagen wieder zu. Oh yeah. Eieieiei. Let's see if I can find those items. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. Oh, Rachel, I know you and Kate are connected by all this. Okay. No trophy will help Blackwell's reputation now. Ohne Witz, je mehr ich rede, desto mehr habe ich das Gefühl, dass meine Stimme abkackt. Maybe Kate started a revolution. Geil. Mir passt es nicht. Kippt den Vortex Club. Der Vortex Club ist kacke. Vortex kacke. Kate Marshpower betet für Kate. Vortex Club hat Kate getötet. Okay. A long time ago, Nathan got smacked down. Where the hell are you, Rachel Amber? So, wo finden wir denn jetzt endlich mal, vielleicht, ja, First eigentlich nur in den Mülleimer, glaube ich. Kate, this is the end of the Vortex Club. Just emptied. Nothing here. Damn. Release the crack can. It's all mine anyway. So, wir brauchen was, wir haben jetzt, wo ist denn Warren? Eine Dose Limo haben wir jetzt, okay. Only three more items to go.
Yes, I am going to find you, Rachel. For Chloe and Kate. Your party days are over. Es tut mir so leid mit dem ganzen Husten, ne? Es ist wahrscheinlich übel störend, aber ja, kann's jetzt nicht ändern. Es tut mir echt leid. Gross. I hate that formalin smell. Only a B minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Er hat nur eine 2 minus. Was? Warum? Oh. Ah. You deserve way more than this for taking on Nathan, but every little grade counts. Yes, I like this plus better than that minus. Ja, okay. Thanks for being there for me, Warren. Dann ist schon besser. Also ich dachte jetzt, sie ändert ihre komplette, die komplette Note so. Aber okay. Sugar. So ist das okay, mit dem B plus und B minus nur vertauschen. You're halfway home, Max. Guck ich mir gleich an. Ass biology. Oh, gross. Ah. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt? Max, noch hier. Nicht in die Luft geflogen. Noch nicht. Ich muss mich konzentrieren. Meld mich später. Alles klar. Also runter kann sie, aber hoch kann sie nicht. Was? Gut, Graffiti. I never said they were great, Troll. So, warte mal. Ich will noch mal kurz die Fotos angucken, die wir für Dings brauchen für diese Episode. Aber bisher hat das nichts mit Chemie zu tun, glaube ich. Ja, okay. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Natriumchlorat, Synthese, Verwendung Natriumchlorat ist eine organische, anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxisch für Menschen, Ansätze. Okay, das müssen wir doch locker jetzt irgendwie zusammenmischen, oder nicht? Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, Fish. Ah. Aber dann haben wir jetzt locker auch schon wieder Fotos verpasst, oder? Thanks, Fish. Nice work. Ja, wir haben locker ein Foto. Oh. Gute Reflexe. Please resume your slumber. Also, das war ein Achievement, was wir bekommen haben. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. Here's the sodium chlorate box. Nehmen. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Ah. Hier kann ich locker ein Bild machen. One more ingredient left. Ich habe die Zigarette gelesen und dann dachte ich mir so, davon haben wir ein Bild gesehen. In der Vorbereitung, sag ich mal. Histogrammausgleich. Okay. Ja. Gut, wir haben 2 Fotos verpasst, wie es aussieht, Leute. Dann war das Eichhörnchen doch ein Bild, aber ich konnte mit dem nicht interagieren. Warum auch immer. Oh. Aufstoßen. Alles klar. So, was brauchen wir jetzt? Nee, nein, Moment.
Klebeband. Okay. Finden wir irgendwo. Oder wir haben hier noch die Bilder. You can never escape the lighthouse here. Ja, irgendwie nicht. Oh. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Jo. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Okay, finde ich hier nicht irgendwie mal Klebeband oder so? Irgendwo. Ah. So, erst mal noch gucken, was hier hinten so ist. Ah. Das Klebeband oder das Klebeband? The tape is mine. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Huh. Okay. Gut, lasst uns was backbomben, Leute. Lasst uns etwas bomben. Oh, Kate schließt noch. So glad you still have your locker, Kate. Hier kommen wir nicht rein, okay? Hey, Chloe. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. Cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Schnell reingehen. Kurz umgucken. Nichts Interessantes. Zeit zurückspulen. Ja, und jetzt? Take it easy on the door. Ist ja dumm. Hä? Okay, das ist jetzt doof. Ist hier vielleicht doch noch irgendwas zu tun oder so? Nee, ich habe hier nichts, was ich machen könnte. Hier vielleicht irgendwie, ich muss ja irgendwas tun können dagegen, oder? Ich kann auch nicht rausgehen. Okay, Moment, dann muss ich nochmal komplett zurückspulen. Muss ich ja irgendwas anderes machen. Kann ich den Alarm vielleicht vorher ausschalten oder so? Here are the keys. None for the principal's office. Only a total phony would wear a... Nee, hier auch nichts mehr. Oh, hier habe ich noch irgendwas.
So cool, in der Stille der Nacht durch die Flure zu schleichen, selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen. Und um uns kam es mir vor, als gingen Chloe und ich auf das Zentrum eines kosmischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle ist. Alter. Talent als Meisterspione nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors, aber ich habe ja immer meine Kraft. Und Dr. Warren Graham, er half... Alter, der Name. Aber ich hab ja... er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natrium-irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als beim... als im ganzen Semester. Sorry, Mrs. Grant. Warren ist der Einserschüler hier. Er versucht so sehr zu helfen. Vielleicht zu sehr. Aber was ist daran so schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. Crappy hat like that. Ja, aber was machen wir jetzt? Kann ich vielleicht irgendwie den Feueralarm oder so abschalten? Oder ich muss ja irgendwas... Oh, warte mal. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst, genau wie der 15,4% Rückgang im Campus, in Campus-Kriminalität. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftlerin, aber Sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, Sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Academy nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Mit freundlichen Grüßen, David Metzen. Ja, ich würde gern speichern einmal, weil ich den Part gern beenden wollen würde. Aber irgendwie... Oh nein, 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 nein! Nein, 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 ich wollte doch nicht... Hä? Ich konnte es aber auch nicht abbrechen. Lull. Alles klar. Ich habe hier aber auch nichts, was ich machen könnte. Ha. Hier irgendwie... Auch noch einen Weg hier reinzugehen oder so in irgendwelche Räume? Nee. Gut, ich hoffe, es hat jetzt gespeichert. So, seit ich die Zeit zurückgedreht habe. Ist ja nichts weiter passiert. Ich will nur, dass es gespeichert hat, dass wir hier... die Dings haben. Die Bombe... Und ja. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Sorry nochmal wegen meiner Stimme und wegen dem Erkältetsein, aber ja. Out da rein.